Shit. So, da ist das gute Stück. Ein richtig illegales Teil, ein Riesending. Super schwer und scharf. Ja, gut, da kann ich es besser jetzt zeigen, wie groß es wirklich ist. Das gehört wirklich eher so in die Kategorie Brieföffner. Aber es ist wirklich so in dem Style auch. Jetzt hätte ich mich beinahe gepiekt. Ja, naja, schön Edelstahl, wirklich schwer. Also hochwertig in meinen Augen. Klinge, ja, scharf, lässt sich schärfen. Welches Firmenzeichen das war, weiß ich jetzt im Moment nicht. Das ist wirklich schon, ach Mensch, bestimmt schon 15, 20 Jahre in meiner Sammlung drin. Na, hier hinten hast du jedenfalls schön zum Aufschrauben. Naja, Teebeutel passt nicht rein. Aber Streichhölzer etc. könnte man da schon rein. Der Griff ist wie gesagt hohl. Eine Gummilichtung ist dran. Da kann man schön das Ding dann sichern. Na komm, Vorführeffekt. Wieder rein. Genau, schön zudrehen wieder. Also das ist wirklich dicht. Das haben wir früher getestet im Wasserbad. Jo. Scharf war es auch, man konnte schon ein bisschen rumschneiden, Briefe öffnen, kann man damit. Man darf es wahrscheinlich auch mit sich rumführen, so klein wie das Teil ist. Ne? Ja, was ist dazu zu sagen? Weiter nicht. Also eigentlich schöne Ausführung, schwer, kann man auch nicht gegen meckern. Ein Überlebensmesser. Früher war auch so eine schöne Lederscheide mit bei, die ist im Fundus verschwunden. Ja, das war das gute Stück. Tschüss, Freunde.